Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kruse-Kills. Ich spiele gern und das hier ist Rooms the Main Building. Und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe in etwa das Gameplay gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es genau aussehen wird. Deswegen drücke ich auf Play und spiele ein neues Spiel. Ohne Time Limit. Denn ich kenne es ja noch nicht und schau es mir jetzt erstmal an. Ja, das ist langweilig, gibt es da nicht irgendwas anderes zu tun? Wer ist da? Ich glaube, es klopft. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast Spaß an diesem Geburtstagsgeschenk. Oh, ein Geburtstagsgeschenk. Ein Puzzle. Verrückt, ein Puzzlespiel. Oh, was ist das? Ah! Ah, was war das? Und wo bin ich? Oh, ich denke, ich habe einen Gast. Hallo, jemand da? Freut mich, dich zu treffen. Ah. Was? Ein sprechendes Buch? Ups, ich habe vergessen, dass ein Mensch von meinem Aussehen schockiert sein könnte. Ich bin der Steward vom Raumgebäude. Dein Anleiter und Helfer, Mr. Buch. Raumgebäude? Ja, es ist ein mysteriöses Gebäude aus rutschenden Räumen gemacht wie Puzzleteile. Das Paket war der Eingang zu dem Raumgebäude. Glückwunsch, du bist eingeladen. Ein rutschendes Puzzle? Einladung? Ist mir egal. Bring mich einfach nach Hause. Hey, sei nicht so sauer oder so. Sei nicht so wütend. Hey. Um ehrlich zu sein, es gibt einen Weg, um hier rauszukommen, aber du musst zu mir erst zuhören. Lass mal sehen. Vielleicht sollten wir die verteilten, also die durcheinander geratenen Räume reorganisieren. Okay, dann. Lass uns das erste Level beginnen. Hey, warte! Okay, klick irgendwo hin, um alles zu bewegen. Ah, um dich zu bewegen. Gut, du kannst Räume bewegen. Auf den Knopf, also du kannst Räume bewegen, indem du auf die Knöpfe klickst. Beweg den Raum dahin. Okay, klick auf den Ausgang, um weiterzumachen. Zweite. Ich bin hier. Ich muss mal kurz ins Menü gehen. Okay, ich konnte die Lautstärke nicht einstellen. Okay.
Hab ich halt zweimal gelöst. Raum 2. Kletter hoch, um die, auf die Leiter klickst und dann geh raus. Okay. Teil 3. Warum drückst du nicht auf diesen Knopf? Achso. Vielleicht sollte ich auch den Schlüssel mitnehmen. Ja, mehrere Möglichkeiten, das leiser zu machen. Raum 104. Hm? Ich kann da nicht hingehen. Ich kann da nicht hingehen. Okay. Jedes Level hat ein Zeitlimit. Die Hand auf der oberen Ecke sagt dir, wie viel das braucht. Ja, sobald es rumgeht, kommst du nicht mehr raus. Das war alles klar. Okay. Jetzt ist bloß die Frage, wie kriege ich das wieder zu? Okay. Und was soll der Raum? Okay, da sterbe ich also drin. Okay. Wieder was gelernt. Das ist kein Telefon. Benutzt den Teleporter. Ach so. Matrix-Style, alles klar. Und dann gehe ich hier durch, ja. Gut, 202. Wenn ich mich jetzt dahin teleportiere, habe ich hier die Leiter zwar, aber das hilft nicht. Oder doch irgendwie. Irgendwie nicht. Jetzt muss ich wieder teleportieren, damit ich da unten hinkomme. Okay.
Und treffen müsste ich auch das Punkt. Den Punkt. Teleporter. Um das Raum darüber zu kriegen, dann wieder in die Teleporter. Um den Raum runterzukriegen und dann nach rechts zu gehen, damit ich mit der Leiter hoch kann zur Tür. Der dritte Raum. Es ist blockiert, ich komme da nicht durch. Achso, ja, sehe ich gerade. Mit dem kann ich hier rüber gehen. Was aber nicht wirklich was hilft. Genau, den Teleporter nutzen, um hier unten hinzukommen, die Treppe hochgehen, den Raum verschieben und zur Tür. Nicht schlecht gemacht. Oh, ich mach die zwei hier fertig. Okay. Sekunde. Ich kann mich hier nach oben teleportieren. Kann dann hier runter, komm dann hier wieder hin. Müsste aber irgendwie nach da oben. Hier rüber. Runter. Den Teleporter wieder nach oben nehmen. Ganz nach rechts rüber und dann kann ich runtergehen. Und dann komme ich raus. 205. Hier ist die Tür. Kommen wieder links, rechts vorbei. Ich muss also mit dem hier hin. Und ich brauche einen Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Ich weiß nicht wieso, aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. In den Raum. Schieb das nach links, die nach unten. Und rechts rüber. Keine Ahnung wieso. Durch die Tür komme ich noch nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Es braucht einen speziellen Schlüssel, um sie zu öffnen. Da komme ich nicht rechts raus. Okay. Ach, die Treppe rauf und dann telefonieren. Möchte ich das? Ich weiß es noch nicht. Nee, ich möchte hier rein, um den Raum hier zu verschieben. Aber ich komme jetzt hier nicht runter. Lass mir mal den Hintergrund zeigen, okay.
könnte so runter, hier rüber. Aber ich kann dann den Raum hier nicht mehr bewegen. Das wird echt schwierig. Oder mir fällt es gerade nicht ein, wie ich da rauskommen könnte. Ich kann hier auch nichts untersuchen, oder? Das ist nicht kein Telefon, das ist ein Teleporter, ja. Da ist ein Schlüssel, ich Blindfisch. Okay, ich habe den Schlüssel gefunden. Ich kann die Tür hier öffnen. Du würdest die auch nur öffnen. Ach Quatsch. Ich kann da nicht hinkommen, ja. Geh hier unten hin. Habe ich den Schlüssel nicht gesehen, ich denke. Naja. Wir haben 205 gemacht. 301. Das ist kein Umkleidezimmer, sondern auch so ein Portal. Was? Die sogenannte Kleiderzimmer. Ah, der Raum tauscht sich aus. Okay. Der Raum wird getauscht. Quatsch, was mache ich denn da? Hier komme ich nicht hin. So, drüber teleporten. Den Raum tauschen. Leiter runtergehen. Will ich in diesen Raum kommen, aber warum will ich jetzt in diesen Raum? Quatsch, da teleportieren. Ich habe den Raum da frei. Wenn ich den Raum jetzt tausche, dann habe ich hier eine Leinwand, richtig? Ja. Mit der Leiter gehe ich hoch, tausche die Räume aus. Und kletter dann die Leiter hoch. Und fertig. Nummer 2. Okay, viele Leitern, zwei Tauschräume und hier ist die Tür. Und ich muss irgendwie da oben hinkommen. So weit, so geil. Aber der hat links eine Wand, das heißt, da komme ich nicht durch.
da jetzt noch eine Idee? Ich tausche mal. Komm dann hier hoch. Komm dann hier hoch. Und hier komme ich nicht weiter, weil Wand. Oder ich glitsch da einfach durch. Runter und dann durch die Tür. Tschüss. Ich glaube, ich habe da gerade gecheatet.